Traditionelle Linien und verdrängertypische Fahreigenschaften. Das zeichnet die Abim Classic 124 aus. Fahrstand und Achterdeck werden von einem passgenauen Cabrio-Verdeck mit großen Folienfenstern geschützt. Die normale Reisegeschwindigkeit beträgt 5,5 bis 7 Knoten. Daraus errechnen sich Reichweiten mit dem 600 Liter Dieseltank von 810 bis knapp 500 Seemeilen. Werte, die für eine Fahrtenjacht durchaus angemessen sind. Ein großer und unbestreitbarer Vorteil ist die Durchfahrtshöhe. Mit gelegtem Mast, abgebauter Plicht und runtergeklappten Scheibenrahmen halbiert sich die Durchfahrtshöhe von 5 auf gerade mal 2,45. Ihre geringe Durchfahrtshöhe macht sie besonders für Binnenreviere interessant. Die ICE Kategorie B weist sie aber natürlich selbstverständlich auch für Seegebiete aus. Das Ehepaar Ort, die Gründer der Abim Werft, haben 2002 eine Fahrschule eröffnet, um ihren Kunden, Neueinsteiger und langjährige Bootsfahrer, den richtigen Umgang mit einer Motorjacht beizubringen. Der Fahrunterricht war auch lehrreich für die Familie Ort selbst, denn die Schüler haben ihnen natürlich die Probleme und Wünsche geschildert. Was liegt da näher, als mit diesen Erkenntnissen selbst Boote zu bauen? So entstand die Abim Classic Baureihe. Das Wichtigste ist ihnen der Fahrstand oben auf der Plicht, denn die Reisenden wollen ja auch sehen, was hinter dem Deich liegt und stattfindet. Der Mast ließ sich in unserem Test unproblematisch per Knopfdruck innerhalb von etwa einer Minute hinlegen. Unter Deck dominiert Kirschholz. Die Bugkabine mit zwei Einzelkojen hat tagsüber eine sehr angenehme und natürliche Beleuchtung durch die Luken an der Seite und an der Decke. Auf gleicher Höhe davon liegt die Dinette, vis-à-vis davon die komplett ausgerüstete Pantry mit Herd, Waschbecken, Mikrowelle und auch ein Kühlschrank, der sich allerdings leider nicht ganz öffnen lässt. Im Salonboden befindet sich eine Luke mit Gasdämpfern, um an den Motor zu gelangen. Dort unten überzeugten uns saubere Installationen sowie Tank- und Elektroanlage. Bei den Sicherheitsausrüstungen fehlt uns eine Handlenkpumpe, zwei elektrische sind Standard. Auch die Feuerlöschanlage im Motorraum kostet extra, doch zwei Handlöscher spendiert Abim serienmäßig, was dem Bootestandard genügt. Den ersten von zwei Flachbildschirmen finden wir hier versteckt, in der Schublade, den zweiten in der Eignerkabine. Das Achterschiff beherbergt die Eignerkabine mit großer Doppelkoje und direktem Zugang zum Toilettenraum und dem Duschraum. Der Toilettenraum beherbergt eine Waschtrockner-Kombination, um auch bei längeren Reisen völlig autark zu sein. Ein weiteres Plus: Die Lenkung lässt sich leichtgängig bedienen und arbeitet exakt. Um beim Einparken auf der sicheren Seite zu liegen, installiert die Werft auf unserer Exclusive-Version Bug- und Heckstrahlruder serienmäßig dazu. Unser Fazit: Die Abim Classic 124 ist ein gelungener Stahlverdränger, mit dem zwei Personen komfortabel reisen. Sie können dabei zwei Gäste prima in der Bugkabine mitnehmen. Ihre geringe Durchfahrtshöhe macht sie außerdem besonders für Binnenreviere interessant. Die CE-Kategorie B weist sie aber natürlich selbstverständlich auch für Seegebiete aus.